Wir schauen heute mal wieder gemeinsam in eure Werkstätten und ihr zeigt uns eure Top 3 Werkzeuge in der eigenen Werkstatt. Mhm. Und wir sagen einfach mal Film ab. Hallo Max, hallo André, hallo liebes Bauforum 24 Team. Das ist mein Beitrag zu den Top 3 Werkzeugen und weil ich mich nicht ganz entscheiden habe können, habe ich das Ganze nochmal in Top Stationärmaschinen und Top Handmaschinen aufteilt. Fangen wir an mit den Handmaschinen und da wird Platz 3 die Festo Tauchkreissäge AXF 45 mit der passenden Schiene. Alte Schätzchen auf jeden Fall. Dann auf Platz 2 die Elo MOV 96E Oberfräse. Die habe ich gebraucht im Internet gekauft. Leider hat da die Feststellschraube gefehlt. Die war aber relativ leicht nachgemacht. Und die Gleitplatte hier unten war leider auch nicht mehr intakt. Aber dank dem Internet gibt es ja alles als Rohmaterial. Schnell nachgearbeitet, hingeklebt und angeschraubt. Und jetzt funktioniert sie wieder einwandfrei. Das Ganze natürlich in Verbindung mit den von euch schon oft gelobten ENT-Fräsern. Bin bisher damit auch sehr zufrieden, super scharf, nichts dran auszusetzen. Und den Platz 1 der Handmaschinen, das ist der Milwaukee Schlagbohrschrauber, der M18 CB LPD. An sich schönes Gerät, genug Kraft. Im nächsten Leben hätte ich ihn vielleicht ohne Schlagbohrfunktion genommen, da ich jetzt die große Bosch habe und da kommt der Milwaukee einfach natürlich nicht hin. Aber zum Schrauben top. Naja, was man natürlich dazu sagen muss, das ist eine Schlagbohrmaschine. Mhm. Mit einem normalen mechanischen Schlagwerk. Und das andere, was er da hatte, die Bosch, war ein Bohrhammer. Mhm. Also das kannst du ja nicht vergleichen. Ne? Und das in Verbindung mit dem Vera Diamond BZ. So, das waren die Handwerkzeuge. So, die Stationärmaschinen, der Platz 3. Für mich die No-Name-Bandsäge. An sich Bandsäge super. Mit dem Modell leider nicht ganz so, aber Bandsäge an sich super flexibel. Eventuell kommt da irgendwann mal noch eine schöne Metabo oder so. Auf Platz 2 haben wir einmal die Holzmann SB16VN. Ständerbohrmaschine mit elektronischer Drehzahlanzeige, Licht. Und natürlich für einen Laser mit Laser. Super Wortwitz. So an sich top zufrieden. Natürlich nicht wie eure Flott, aber mit dem guten Röhm-Schraubstock. Das letzte Stationärgerät wäre einmal die Holzmann ED300FD. Kleine Mini-Drehbank. Mit Schnellwechselhalter und den passenden Stahlhaltern. Auf der ist zum Beispiel auch die Feststellschraube für die Elo gedreht worden. Da ich das Ganze immer gerne in Betrieb setze, schalten wir es einmal ein. Mit Geschwindigkeitsverstellung von in der Stufe ca. 130. 120 bis rauf zur guten 2700 Umdrehungen. Es gibt noch eine zweite Stufe, die wird aber bei uns relativ selten genutzt. So, das war's mit meinen Top 3 Werkzeugen. Macht weiter so und viele Grüße aus dem Süden. Ja, auch sehr umfangreich, ne, der Kollege. Auf jeden Fall. Hat der Preis ja auch wie mal einen Schnapp gemacht, ne, mit seiner Elo-Fräse.
Fehlt jetzt zwar die Schraube, dafür hat er dann Holzmann Drehbahn gekauft, damit er sich die Schraube nachdrehen kann. Also alles richtig gemacht. Aber nee, das fand ich halt irgendwie so. Ich habe erst gedacht, okay, das ist Holzwerkstatt, weil auch erstmal alles so auf Holzbearbeitung halt irgendwie ausgelegt war, mit der Säge und mit der Oberfräse. Und dann mit der Drehbahn gemacht hat er dann. Ich denke mal nicht, dass er damit drechseln wird, weil das wäre, glaube ich, dann noch zu viel. Das aber hatten wir ja letztens auch. Und was halt auch echt auch ein, ja, eigentlich schon ein altes Werkzeug ist, beziehungsweise auch für alte Werkzeuge, glaube ich, auch schon gut wäre, das war halt seine Tauchkreissäge von Festo. Wir haben halt immer diese Festo. Festo, genau. Ja. Und die sah halt auch noch relativ gut aus. Ne? Also echt weniger Gebrauchsspuren, beziehungsweise auch sehr, sehr gut gepflegt. Und dann hat man auch kurz, da hat er einmal die Schiene gezeigt. Und wenn man sich die Schienen heute anschaut, was das für Unterschiede sind. Ne? Mhm. Und ich habe dann auch mal bei eBay Kleinanzeigen tatsächlich mal geguckt, die wird echt noch groß gehandelt. Ich habe da Angebote von 250 bis teilweise 350 Euro gesehen für so eine alte Schätzkin. Ne? Aber ja, ich denke mal, dass es immer noch tadellos funktionieren würde. Hätte ich auch ganz gerne, weil ich echt Fan von dieser Säge bin. Einfach nur, aber ich würde sie nicht gebrauchen tatsächlich. Einfach nur als Museumsstück für mich selber zu Hause in der Vitrine. Am Bett. Wenn euch das Thema Festool und Festo interessiert, dann verlinken wir euch gerade mal oben in der Infobox unser Special Made in Germany, und zwar die Folge, wo wir Festool euch gezeigt haben. So, und weiter geht's nicht mit Michi, sondern mit Michael. Hallo, Bauforum 24 Team und schöne Grüße aus der Schweiz. Ich möchte euch heute meine Top 3 Werkzeuge vorstellen. Sehr cool. Erstmal schon, der hat da so viele Devotionalien hängen, so Blechschilder. Hast du welche auch zu Hause? Ja, wir haben doch hier auch was. Mhm. BMW-Service und so ein bisschen Gedöns. Aber was ich denke, ne, wenn er aus der Schweiz kommt, der gibt sich gerade wahrscheinlich richtig viel Hochdeutsch zu sprechen. Ja, das kann ich. Aber zuerst kleiner Rundgang durch meine kleine Werkstatt. Viel Vergnügen. Kecher, Sauger, Kompressor. Champions und Kerzen. Hier sind ein paar Pin-Up-Schilder. Surfshop. Keeper Flying. Hier meine kleine Bohr- und Fräsmaschine. Werkzeuge und Maschinen. Alles eingeräumt. Hier das Holzwerkzeug. Schrauben. Ladegeräte. Hier eine kleine Drehbank mit dem Zubehör, meine Schweißanlagen, Schweißtisch, Heizung für den Winter. Oh, eine 701. Zum guten Schluss mein Ausblick aus der Werkstatt. Ich habe gerade noch gedacht, so mit seinem Glasbaustein, wo hockt der denn? Und jetzt macht er auf einmal so den anderen Flex. Das ist schon geil, ne? Das ist schon wirklich schön. Also, jetzt kommen wir zu meinen Top 3 Werkzeugen. Das erste ist dieser Werkstattwagen von Sonic. Und natürlich als Schweizer mit PB Swiss Tool Schraubenzieher. Ansonsten auch top ausgerüstet, alles, was man sich vorstellen kann. Da auch ein Stück. Oh. Jo, eine kurze. Auch hier für KZ. Hat er die Einlagen selber dann gemacht? Dann kommen wir zu meiner Top 2 Maschinen. Das ist hier dieser Hitachi Akkuschrauber, und zwar ist es ein DS18 DBSL Jahrgang 16, schon etwas älter, aber einfach immer noch super Maschine. Stark, noch nie ausgefallen, funktioniert einfach immer. Bin also sehr zufrieden mit dieser Maschine. Als drittes meine Schweißanlage. Eigentlich sind es zwei, aber ich habe daraus eine gemacht. Unten eine Schutzgas, etwas älter, aber ich finde sie super, funktioniert für das, was ich brauche, top. Oben ist eine neuere TIG Alu- und Chromstahl-Schweißanlage.
wo ich am Üben bin. Ja, das war's von meiner Werkstatt. Super Forum von euch. Man sieht sich. Ja, wenn ich die Schweißgeräte sehe, kommt mir wieder in Erinnerung, dass ich euch ja das Schweißen-Special versprochen habe. Und da sich ja die Pandemiesituation scheinbar jetzt auch so ein bisschen entspannt, bin ich guter Dinge, dass wir das so ab Sommer auch mal angehen. Ne? Ja, und ansonsten zu ihm. Was hat dir gefallen? Außer der Location? Also ich muss ganz ehrlich sagen, das Motorrad, obwohl ich ja das nie bis jetzt in keinem Video gesagt habe, aber so eine Supermotor finde ich schon cool. Und das, ich glaube, das bockt auch damit zu fahren. Das fand ich halt schon ziemlich cool. Ich würde gerne wissen, wie du dich anstellst auf so einem Teil. So, weiter geht's mit Ralf. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich mich jetzt hier entscheiden muss, das ist nicht so leicht. Aber ich habe natürlich meine Favoriten. Auch in Ralfs Bastelbude gibt's Lieblingswerkzeuge und meine drei Lieblingswerkzeuge aus dem Ganzen. Was hat der alles? Ich sehe was von Fein. Könnte das ein Multi-Master sein? Safe. Dann so eine alte Bohrmaschine haben wir auch noch. Ab und zu schreiben uns Zuschauer an, auf Instagram zum Beispiel oder in der Redaktion sagen, hier, Opas alte Werkstatt, wir wollen das entsorgen, habt ihr Interesse? Und dann sagen wir, klar. Aber original verpackter AEG-Bohrhammer, auch eine krasse Sache. Die Bohrmaschine könnte auch AEG sein, zumindest dieses Blau. Denn AEG war ja lange Jahre wirklich eine Traditionsmarke im Elektrowerkzeugbereich, wurde dann von Atlas Copco aufgekauft und ist dann letztendlich in den TTI-Konzern übergegangen. Und TTI macht ja Milwaukee, Ryobi und AEG. Und siehe da, auch wir haben hier noch AEG, aber Sondermodell, nämlich hier quasi halb Schnittmodell, halb hier in Plexiglas- oder Acrylausführung, um einfach mal zu zeigen, wie so ein Ding aufgebaut ist. Hier siehst du das Getriebe. Ich denke mal, das Getriebe ist ja jetzt hier nicht gefettet, weil sonst würdest du hier nichts mehr sehen durch das Fensterchen. Deswegen wahrscheinlich nicht so ganz belastbar. Aber hier siehst du jetzt zum Beispiel auch, was passiert, wenn du hier vom ersten auf den zweiten Gang schaltest oder was passiert, wenn du das Schlagwerk dazu schaltest. Und siehe da, die funktioniert. Läuft noch mit Drehzahlregelung. Und auch hier eine Tabelle, Bohrdurchmesser, Materialien und dann die Drehzahlstufe. Aber lassen wir Ralf in seiner Bastelbude mal selber zeigen, was hier am Start ist. Den Kram hier, die zeige ich euch jetzt. Den China-Einhandtrimmer, den finde ich schon echt klasse. Mit dem kleinen Einhell-Akkuschrauber bin ich eigentlich auch sehr, sehr zufrieden. Die alte Bleckendecker dürfte wohl einen der ersten sein mit Elektronik. Tolle Maschine. Ich benutze sie eigentlich nicht. Meine Maffel Handkreissägen, die mag ich schon ganz schön. Er hat Maffel richtig ausgesprochen. Was steht er für Maschinenfabrik Fellbach? Das Fein Multitool, eins der ersten wirklich teuren Geräte, die ich mir selbst gekauft habe. Super klasse. Aber es sind alles nicht meine Lieblingswerkzeuge. Meine Lieblingswerkzeuge sind. Mein erstes Lieblingswerkzeug ist tatsächlich meine Hilti TE10. Die hat schon, weiß ich nicht, 1000 Löcher, 5000 Löcher, ich weiß es nicht. Die hat überall reingebohrt und hat mich nie im Stich gelassen. Das Ding hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ein weiteres Lieblingswerkzeug ist meine HBM-Bohrmaschine. Das ist eine Bohr-Fräs-Kombination, wobei als Fräsmaschine ist eigentlich nichts, aber es ist eine geniale Bohrmaschine. Ja, wer hätte es gedacht? Jeder, der mich ein bisschen kennt, weiß, meine alte Erika ist natürlich mein Lieblingswerkzeug. Die gute hier ist 1983 gebaut und funktioniert noch wahrscheinlich wie am ersten Tag. Ich habe jede Menge grünes Bosch-Werkzeug und ich muss sagen, das allermeiste davon ist wirklich okay. Die dicke Rex-Säge ist im Moment ein bisschen vergraben. Hier wird noch umgebaut. Die HC260K Hobelmaschine von Elektra Beckum ist ein Klassiker und das Ding ist einfach preis-leistungsmäßig super. Die Tischfräse, die TF100 von Elektra Beckum, die habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht ausprobiert, aber das wird demnächst mal passieren. Haben es besser als brauchen. Ich wollte mir gerade sagen, aber cool, ich hab's einfach. Erinnert mich so ein bisschen an mich, weil ich habe ja jetzt das Lowboard eingeräumt mal mit den ganzen DVDs und Blu-Rays. Ich habe so ein paar Blu-Rays, die sind noch eingeschweißt.
Da dachte ich, ah, cooler Film. Ja gut, aber um den Film zu gucken, muss ich ihn erstmal haben. Ja, das so, dann hast du den Film, hast aber keine Zeit, den zu gucken. Dann habe ich da noch eine Bandsäge, die, wie heißt sie, BK 315 oder sowas, von Elektra Beckum. Mit der habe ich noch nicht so viel gemacht, ist aber, was ich bis jetzt gemerkt habe, so ein ganz ordentliches Gerät. Und dann haben wir noch hier eine Radialarmsäge. Mit der habe ich noch gar nichts gemacht. Wo hat der das Zeug denn alles her? Die bekommt Sammler, demnächst einen vernünftigen Sägestand und dann wird die auch mal ausprobiert. Ja, also Elektra Beckum bin ich ja auch ein bisschen mit groß geworden, weil wir hatten so eine Bandsäge. Wir hatten auch früher diese Tischfräse. Vor der Tischfräse hatte ich mal größten Respekt. War ja wahrscheinlich auch gut so. Ne? Ansonsten hatte ich ja nicht so Berührungsängste. Ich bin auch schon mit 5 Jahren mit der Flex rumgerannt. Und ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Ich glaube, er hat auch einen YouTube-Kanal. Ja, irgendwie Bastelbude hieß ja, es am Anfang. Also er kommentiert öfter bei uns. Ne? Ja. Glenn war gerade nochmal ein, sein YouTube-Kanal. Aber scheinbar bastelt er jetzt oder ist der Ralf mehr Sammler und Jäger? Irgendwie hat er, den Anstand habe ich im Nachhinein sogar. Weil, ja, guck mal, da habe ich noch eine Fräse, habe ich noch nicht benutzt. Die Radialsäge habe ich noch die nicht benutzt. Die Radialsäge, das sah auch relativ noch gut aus. Ne? Ja, und ja, auch die alten Schätzchen. Ne? Das war halt ein bisschen verstaubt. Ich denke, dass die auch alle laufen. So, ne? Aber wie gesagt, wir haben gut reden, denn... Wohnt sich nicht anders aus. Wir haben schon gerade wieder einen Bauantrag eingereicht für Erweiterung des Lagers. So, weiter geht's mit Simon. Ja, hallo, liebes Bauform24-Team und auch an alle Zuschauer ein Hallo. Ja, ich bin Simon, 32 Jahre alt und bin gelernter Elektroniker für Betriebs- und Automatisierungstechnik. Als erstes erstmal ein großes Dankeschön an das Bauform24 für die coolen T-Shirts. Gestern kam mein Haben ist besser als Brauchen T-Shirt an. Ja, kommen wir nun zum Hauptthema von diesem Video und zwar meine Top 3 Werkzeuge. Ja, hier haben wir den Makita Akkuschrauber DF333D. Ja, gefällt mir sehr gut. Ich finde ihn auf jeden Fall sehr handlich und leicht und für meine Projekte hat er auf jeden Fall auch genug Leistung. Also ich arbeite hier in meiner Werkstatt viel mit Holz und dafür finde ich ihn echt perfekt, muss ich sagen. Die 2 Ampere-Stunden Akkus, die dabei waren, halten natürlich jetzt nicht ewig, aber dafür sind sie natürlich auch handlich und leicht und für die Holzarbeiten geben die Akkus auch genug Leistung ab. Ich hatte vorher den kleinen Bosch-Akkuschrauber und ich fand den Bosch-Schrauber etwas klobig. Der hat vielleicht ein bisschen mehr Leistung gehabt, aber war auch schwerer und klobiger. Und man hat ja auch oft gehört, dass das Bohrfutter eiert und dass die Motor- oder Getriebeschaden haben. Deswegen habe ich den einfach verkauft und wollte einfach mal was Neues ausprobieren. Habe mir jetzt hier den kleinen Makita gekauft und bin da wirklich super mit zufrieden, muss ich sagen. Klar, der Griff ist etwas dünner hier und dadurch, dass die Maschine insgesamt ein bisschen größer ist, könnte man denken, dass dieser vielleicht ein bisschen schlanker ist oder so, aber der Akkuschrauber alleine macht ja noch keinen Sommer. Nee. Also das ist ja auch immer so das Thema Ökosystem und ich hätte es jetzt nicht allein davon abhängig gemacht und man liest natürlich teilweise von Getriebeschäden, man liest natürlich auch von eiernden Bohrfuttern, aber da auch als Tipp, wenn ihr euch zum Beispiel bei Amazon mal die Rezensionen anschaut, ihr müsst auch immer mal gucken, wie viele Hundert oder Tausend das teilweise sind und man kennt das ja vielleicht von sich aus. Wenn du mit hier was zufrieden bist, dann hast du auf gar kein Bedürfnis, irgendwie da was zu schreiben. Aber wenn du da einen Schaden hattest oder so, dann sind die Leute natürlich tendenziell eher schneller dabei, eine negative Rezension zu schreiben. Ne? Das muss man auch so ein bisschen ins Kalkül. Ja, ja, stimmt. Also wir haben mit unseren GSR-12ern bisher keinen Stress gehabt. Ja, kommen wir zum nächsten Werkzeug. Und zwar ist das meine Stichsäge von Bosch. Es handelt sich hier um die GST90BE. Die Säge macht auf jeden Fall perfekte Schnitte ohne Ausreißer. Und wenn ich jetzt einen Winkel an ein Brett halte, was ich gesägt habe, dann habe ich auch auf jeden Fall einen sauberen 90-Grad-Winkel. Ich kann das mal einmal demonstrieren. Ich habe hier ein Stück Stäbchenplatte, auch Tischlerplatte genannt. Und wenn ich jetzt hier einen Winkel dran lege, das ist ein genormter Winkel, ein guter Winkel, dann, ich hoffe, man kann das so sehen in der Kamera, dann sieht man, dass man auf jeden Fall einen richtig guten Winkel, einen guten Schnitt hat. Ja, hier ist nichts ausgerissen am Brett. Ich habe den Schnitt nicht abgeklebt vorher oder so, einfach an der Schiene dran lang. Und ja, auf jeden Fall ein super Ergebnis. Ich habe mich für die Variante mit Bügelgriff entschieden, weil ich damit besser zurechtkomme. Genau, ich hatte vorher die Bosch GST160 BCE. Die ist teurer und hat laut Hersteller eine Stabilisierung
des Sägeblatts, also dass die Stabilisierung soll verhindern, dass man halt Ausrisse hat und das Sägeblatt stabilisiert und sauberer läuft. Ja, ich war auf jeden Fall sehr enttäuscht von der Säge, muss ich sagen, weil die Schnitte alle schief waren und außer Bahn waren. Und wenn ich da den Winkel an das Holz gelegt habe, dann war das eine Katastrophe, muss ich ganz ehrlich sagen. Als Sägeblätter habe ich übrigens die Bosch T308B verwendet. Hier auf den Blättern steht auch noch extra Clean for Wood drauf. Das sind die besten Sägeblätter, die ich bis jetzt hatte. Und ihr habt ja das Ergebnis gesehen und die sind wirklich super. Kann ich nur empfehlen. Klar, hatten wir letztens auch, als wir unsere Bluetooth-Box hier gebaut haben. Video verlinken wir gerade mal oben. Das haben wir auch mit einer Stichsäge gemacht und da hatten wir auch so ein bisschen die Tücken einer Stichsäge, nämlich dass es eben keine Kreissäge ist mit einer Schiene dran. Das ist schon ein Kompromiss. Letztendlich liegt es natürlich auch an einem Sägeblatt. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel eine Säge hast und das Sägeblatt ist wirklich nicht gut, verwindet sich und wobbelt halt hin und her oder wird zu heiß, wird dann vielleicht weich und da gibt es halt mehrere Faktoren, die da zusammen spielen. Aber interessant, dass er mit der GST 160 überhaupt nicht zufrieden war. Vielleicht gibt es ja Zuschauer unter euch, die die Säge auch haben, die Erfahrung teilen können. Aber interessant auch, Akkuschrauber, Stichsäge, da müsste jetzt ein Exzenterschleifer kommen. Dann wäre das ja im Prinzip die Werkzeugkombi für Anfänger, die wir euch auch hier bei der Bluetooth-Box empfohlen hatten, wo wir im Prinzip in einem Gesamtbudget unter 300 Euro blieben. So, kommen wir nun zum letzten Werkzeug von meinen Top 3 Werkzeugen. Und zwar handelt es sich hier um diese kleine Bohrhilfe. Ich habe hier keinen Platz in meiner Werkstatt für eine Stand- oder Tischbohrmaschine. Ja, das Teil habe ich bei Amazon gefunden. Wird hergestellt in Amerika, in den USA und besteht aus einem Stück Metall und ist natürlich dementsprechend auch schwer, aber auch gleichzeitig robust. Ja, es kommt von der Marke Big Gator Tools und nennt sich V-Drill Guide und das ist jetzt die metrische Ausführung. Es gibt auch noch eine Zollausführung, das heißt, da müsst ihr eben darauf achten, falls euch das Teil interessieren sollte, dass ihr dann auch das Richtige bestellt. Genau, ich benutze das eigentlich fast bei allen Holzarbeiten, die ich hier mache, zum Vorbohren, damit ich weiß, dass die Schraube auch wirklich gerade sich ins Holz zieht und nicht irgendwie schief reingeht und dann das Holz irgendwie splittet oder im besten Fall noch ausreißt oder die Schraube an der Seite rausguckt oder so. Funktioniert einwandfrei, ist ein guter kleiner Ersatz für eine Standbohrmaschine oder Tischbohrmaschine und kann man sich auf jeden Fall gut mithelfen. Man kann es auch nochmal fixieren mit einer Schraubzwinge, aber eigentlich reicht das, wenn man das Werkzeug mit der flachen Hand festhält und dann mit der anderen Hand und dem Akkuschrauber reinbohrt. Ja, funktioniert sehr, sehr gut. Bin ich sehr gut mit zufrieden. Bohrhilfe, interessant eigentlich, weil es ist wirklich sehr einfach. Generell, smartes Gadget, würde ich mal sagen. Wir schauen mal und verlinken den Burschen unten in der Beschreibung. Und jetzt sind wir hier bei einem Leitungssucher. Und Leitungssucher ist natürlich ein schönes Werkzeug, was dir viel Arbeit ersparen kann, wo es aber auch viele Missverständnisse gibt hinsichtlich der Anwendung. Da gibt es ein paar Details, auf die muss man achten, damit das Ding auch ordentlich funktioniert. Ihr habt ja meine Top 3 Werkzeuge gesehen. Jetzt möchte ich euch auch noch mein schlechtestes Werkzeug zeigen, was ich habe. Das wurde auch schon von mehreren kritisiert und viele sind da nicht mit zufrieden, so wie ich auch nicht. Das ist das Bosch Messgerät GMS 120 Professional. Ich muss sagen, so Stromleitung suchen funktioniert damit einigermaßen gut. Ich habe bei uns im Badezimmer oben, da wollte ich eine Holzleiste, Holzlatten wollte ich da suchen, weil ich da einen Deckenlautsprecher einbauen wollte. Ja, irgendwie hat das Gerät immer nur grün angezeigt und gut, dann habe ich angezeichnet. Hab dann ein 120er Loch gemacht in Rigips und als die Rigipsplatte dann rausgefallen ist, hatte ich dann natürlich schön mittig über dem Loch einen Balken, der mir das Messgerät nicht angezeigt hat. Deswegen sollte man sich vielleicht vorher, wenn man jetzt irgendwie Leitung legt oder so, am besten Fotos machen oder irgendwie eine Zeichnung machen. Da wir das Haus gekauft haben, wusste ich halt nicht, wo die Latten laufen und so weiter und so fort. Naja, wie gesagt, ich bin überhaupt nicht zufrieden mit dem Messgerät. Würde ich aber mal als Einschränkung geben, klar, das Normale ist ja Leitung suchen oder Stromleitung. Und er macht jetzt Holzbalken. Und das ist natürlich schon wieder, ja, ich weiß nicht, ob ich es dafür nehmen würde, gerade den 120er. Aber da gibt es zum Beispiel auch Geräte, die dann quasi mit Radar oder mit so Mikrowellen arbeiten. Und die sind für solche Fälle eigentlich besser geeignet. So, das waren meine Top 3 Werkzeuge und eines meiner schlechtesten Werkzeuge. Genau, ja, vielleicht konnte ich ja dem einen oder anderen einen guten Tipp geben.
und vielleicht inspirieren. Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, macht auf jeden Fall weiter mit eurem Kanal. Gefällt mir sehr gut, ist immer sehr informativ und sehr interessant. Viel Spaß noch. So, und weiter geht's mit Andreas. Hallo, liebes Bauforum24-Team, lieber André, lieber Max. Ich bin der Andi aus Enns in Oberösterreich und ich möchte euch heute meine Top 3 Werkzeuge vorstellen. Vorab noch ein ganz kurzer Schwenk durch meine Werkstatt. Und dann kommen wir schon zu meinen Top 3 Werkzeugen. Anfangen möchte ich gleich mit der Nummer 1. Die habe ich mir eigentlich auf die Empfehlung von euch gekauft. Ich habe zwar den direkten Vergleich zu der Festo Tauchkreissäge und habe mich dann aber für die Metabo entschieden und muss ehrlich sagen, sie ist deutlich besser wie die Festo in der Handhabung. Betreibe die ganze, das Ganze mit einem 5,5 Amperestunden Akku. Handeln tut es sich um die Tauchkreissäge KT18 LTX 66 Brushless. Die Nummer 2 ist mein Akkuschrauber, der BS18 Quick in der mobilen Werkstatt. Ich habe nur die Akkus ausgetauscht von den 2 Amperestunden Akkus, die im Set dabei sind, auf die 4 Amperestunden Akkus. Kosten so ein bisschen Geld, aber ist auf jeden Fall wert und funktioniert natürlich super tadellos. Und die Nummer 3 ist mein Werkzeugkoffer, ein Stanley FatMax. Den habe ich mir heuer gegönnt, ist echt super. Ich bin gelernter Tischler und da habe ich wirklich alles dabei, was ich zum Möbel montieren oder Küchen montieren brauche. Super, super Laden. Schraubenkoffer, alles dabei, was ich brauche. Unten noch ein Platz fürs Werkzeug, fürs Handwerkzeug, fürs Elektrowerkzeug. Habe ich noch eine kleine Lamello, Hobelmaschine etc. Ja. Wie man sieht, bin ich ein kleiner Metabo-Fan. Ich habe mir alles von Metabo gekauft. Bin sehr zufrieden damit. Danke fürs Zusehen und macht's weiter so. Ihr macht echt einen tollen Job. Ja, schmeichelt uns natürlich, wenn er sehr zufrieden ist mit der Metabo-Tauchsäge. Aufgrund unserer Empfehlung. Hier ist ja auch das schöne Stück mal in Natura nochmal zu sehen. Wie gesagt, wir waren wirklich sehr zufrieden damit. Auf jeden Fall. Mit so ein paar Details. War für uns ein deutliches Upgrade zu bisherigen Metabo-Sägen auch. Ja. Aber ich warte noch auf den Moment, dass mal einer hier ein Video schickt und sagt, hör mal, aufgrund eurer Empfehlung gekauft, was ein Scheiß, totaler Schrott. Generell dann auch die mobile Werkstatt, es war ja, glaube ich, so mal von dir, was du mit reingebracht hast mal. Und, ja, auch, also als Einsteiger-Tool, ja, ja. Weil halt ein paar Sachen direkt dabei sind. Ne? Und das fand ich auch cool, dass er sagt, okay, ich wechsle einfach die Akkus, auch die 4 Ampere schon Akkus, die auch super genial sind, auch für einen Akkuschrauber echt ideal sind, genauso wie auch die 4 Ampere Akkus von Procore, also von Bosch. Ich finde das halt schon echt ist die beste Kombi für einen Akkuschrauber. Ne? Mal wieder ein bunter Strauß von Top 3 und auch ein paar Flop-Werkzeugen. Genau. Ich liebe dieses Format wirklich, weil es ist, wie gesagt, immer eine Überraschung für mich. Aber für euch soll es auch eine Überraschung geben. Und zwar getreu dem Motto, ihr kommentiert, der Brockschmidt spendiert, hau ich wieder einen raus. Ich habe mir einen schönen, feinen Akkuschrauber ausgesucht. Link unten in der Beschreibung gibt es für euch. Und was sollt ihr machen? Kommentiert einfach mit dem Hashtag Werkzeug eure Meinung zum Video, eure Favoriten aus dem Video oder eure Tipps und Tricks. Und falls ihr denkt, Mensch, jetzt wäre ich mal dran, ich müsste auch mal ein paar Top 3 Werkzeuge zeigen, dann nix wie her mit dem Video, schickt es wie immer an die Redaktion, Link unten in der Beschreibung. Und in diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und bis dann.